Hallihallo meine Lieben und willkommen zu unserem neuen Video. Ich sag schon unserem. Ja, ist ja eigentlich auch unser Video, ne? Hier geht's ab. Wir haben alle sehr, sehr gute Laune. Die letzten Tage war immer so, wir haben noch einen Tag verlängert im Hotelzimmer und noch einen Tag, weil wir immer noch auf so ein paar Bestätigungen, vor allem von Terminen gewartet haben, wir nicht genau wussten, wie es jetzt für uns weitergeht. Aber es hat sich jetzt heute Morgen alles geklärt, deswegen haben wir sehr gute Laune. Wir werden jetzt noch bis Samstag hier bleiben. Danach wird es nach Spanien weitergehen. Leute, man erkennt das Haus fast gar nicht wieder. Wir werden die neuen Bauabschnitte im Haus anschauen. Wir müssen noch einige Dinge klären. Wir waren jetzt wieder ein paar Monate nicht da und wir kriegen ja immer diese Update-Fotos geschickt und ich freue mich so sehr, einfach diesen Baufortschritt jetzt zu sehen. Was ist denn los? Was? Deine Unterhosen? Die sind im Koffer. Ich habe nämlich schon Koffer angefangen zu packen. Mega geil. Wie sieht's hier eigentlich aus? Der Tag hat noch nicht mal gestartet. Der Ehrenonkel Raphael bereitet für die Kinder gerade Frühstück zu. Exquisit. Super sieht das aus. Wir mussten einen komplett neuen Koffer kaufen, der im Übrigen auch schon komplett voll ist. Richtig krass. Unter anderem müssen wir ganz viele Sachen vom Shooting und so mitnehmen. Ja, und wir haben auch ein bisschen geshoppt, würde ich sagen, nicht? Ja. Ich will auch mal probieren. Weißt du, wie das schmeckt? Wie ein Windbeutel mit Schokofüllung. Oh, Windbeutel klingt irgendwie ekelhaft. Och Mann, das war mein Lieblingslippenstift. Danke. Vorsicht mit der Hand jetzt, Schatz. Oh. Mama, alles gut. Ja, ich weiß. Also, ich brauch mich nicht immer aufregen, ich weiß. Und schmeckt's? Lecker, das freut mich. Die Kinder haben schon Essen bekommen und wir warten noch ganz hungrig. Wir haben einen Mocktail leer getrunken. Ja, der ist auch wirklich sehr, sehr lecker. Ready? Yes. 3, 2, 1. Guck mal hier. Oh. Ja. Ist das schön? Wow. Wir sitzen hier übrigens direkt am offenen Fenster. Da zieht alles sofort raus. Der Rafe filmt mein Essen. Er tut immer so, als wäre es dann seins. Okay, man sieht nicht mehr. Extra Fruits and Ice Cream inside. We put the hot chocolate on top. Wir sind jetzt mit dem Taxi gefahren und das Auto war leer. Leo, was machen wir jetzt? Tanken. Tanken. Was kommt in den Wagen rein? Benzin. Benzin? Super. Es ist so crazy, die Leute steigen hier zum Tanken nicht aus. Die fahren hier hin, dann kommt jemand, tankt den Wagen voll und macht die Abrechnung aber auch an der Fahrertür. Ah, okay. Ja, film mich bitte noch näher. Wer berührt zuerst die Tür? Oh, die hat gewonnen. Komm, Emmy, wir machen auch ein Wettrennen mit der Mama. Komm, 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 komm. Komm, Mama, komm, Mama, komm, Mama. Komm, Emmy, komm, Emmy. Und berühr die Tür, Emmy. Yeah! Gewonnen! Es hört nicht auf zu piepsen. Und wir haben die Vermutung, dass das da oben der Feuermelder ist. Okay. Oh. Einfach nur die Spülmaschine. Wir haben einfach nur die. Oh nein, wir dachten, das wäre der Feuermelder, weil der. Und dann fährst du zweimal rechts. Krank. Wieso haben jetzt nicht einfach einen großen Wagen geschickt? Die teilen uns den jetzt am besten ein. Das weiß ich nicht. Dann setzt du dich mit der Emmy gleich mal da rein oder keine. Wir sind zu spät. Allerdings, fast eine halbe Stunde. Ich finde für 4.30 Uhr sehen wir fresh aus, oder? Mm, ja. If it does not fit, you can remove the back wheels on the side. This will not come, I think. Das hast du ja in zwei Autos und es passt nicht alles rein. Oder ist ja. So ein großer wäre einfach wahrscheinlich besser gewesen. Final Call. Da hat sich's am Fußende jemand bequem gemacht. Ja, weil mein. Du sitzt einfach gerne am Fußende, stimmt's? Genau.
Kind 2 schläft und Kind 3. Kind 3 wahrscheinlich. Kind 1. Oh, oh, oh nein, stimmt. Du willst noch ein drittes Kind. Was willst du? Mein Baby. Wie kann man so viel Gepäck dabei haben? Vor allem, wir sind nur 3 Tage in diesem Hotel. Ich habe eine ganz kranke Störung. Moin. So, which moin. Floor? Hat der Moin gesagt? Vor. Klar, warum sollte ich auch nicht Leos Auto tragen? 4-1. Hier, links. Bibi hat gebucht und hat 3 Zimmer nebeneinander gebucht. Aber warte! Möchtest du ein eigenes Zimmer haben? Nein! Komm, geh jetzt! Warte, das ist mir falsch. Ah ja, Bibi hat einen Schnapper bekommen. Zahl 2 Zimmer, nimm 3 Zimmer. Bibi natürlich direkt zugeschlagen mit 3 Erwachsenen, damit jeder sein eigenes Zimmer hat. 417, 418, 419. Das feiere ich ja jetzt schon sehr hart. Ich sehe schon den Videotitel. Bibi bucht 3 Hotelzimmer nebeneinander. Okay, wo sollen denn jetzt hier die 3 Räume sein? Ja, ein Raum. Okay, Bibi war noch nie hier, aber macht eine Roomtour. Alles klar. Einen Raum präsentiere ich Ihnen hier. Leo, führ uns mal durch. Was siehst du da so? Ein Bett. Oh, ein Bett. Ein Babybett. Ja. Wer schläft da drin? Ist doch klar, die Emily. E.M. Oh, ja. Ist das süß. Ja. Ist das nicht cool? Leo, hat das Wasser einfach. Nicht das Wasser noch, nicht das Wasser noch. Wie geht das wieder aus? Hier hast du das gemacht. Der Leo hat eben, als wir gerade vom Flughafen gehen wollten, gesagt, da, Kinderwagen von uns. Stimmt, wir hätten fast unsere Kinderwagen. Stimmt, krass. Hätte er das nicht gesagt, wir waren gerade am Gehen. So, und jetzt hätten wir das sieht aus, als hätte man mal hier ein bisschen Staub wischen müssen. Das ist extra. Das ist cool. Exakt das gleiche Zimmer in Gelb. Ach so. Ich dachte... 3 Schlafzimmer. Aber wofür denn 3? Achso, voll cool. Dann kann die Emmy alleine liegen. Die Emmy hat 1 Zimmer. Raphael und Leo teilen sich 1 Zimmer. Und, wir sind alleine? Check. Ja, Mann. Boah, der Ausblick ist ja richtig schön. Lass mal in den Pool gehen. Ja, wir können auch einfach jetzt hoch in den Pool gehen. Wäre auch cool. Ja, wäre auch cool. Bibi, was soll das hier werden? Ich weiß auch nicht, warum die meine Haare so sind. Kannst du mir eine Bürste besorgen? Wir haben uns schon gefragt, wo du bist. Ja, du warst am Aufnehmen, der Julian war am Schneiden und die Kinder waren unruhig. Okay, ich merke schon. Ja. Ich hau mal wieder ab. Nein, ich habe mich ausgeschlossen. Wie schön ist dieser Pool, bitte. Wir sind jetzt mal hoch aufs Dach gefahren. Hier ist einfach niemand. Und hier ist so ein relativ kleiner Pool. Auf dem Roof und wir haben so einen geilen Ausblick auf die Stadt. Boah, das feiere ich gerade richtig hart. Boah, Leute, ich habe hier schon meinen Badeanzug angezogen. Ich werde jetzt sowas von in dieses Wasser jumpen. Das ist so geil. Komm jetzt. Boah, es ist einfach so schön, dass wir komplett alleine gerade sind. Boah, das war mutig. Das war sehr mutig. Aua, heiß. Kalt. Hast du eigentlich gesagt, wo wir sind? Nee. In Madagaskar. Leo, nicht mein Handy nass machen. Haben wir was zu trinken bestellt? Ja. Mega geil. So, unsere Getränke sind angekommen. Oh Gott. Mal gucken, ob ich das jetzt für den Raffi und den Julian getragen bekomme. Ah, ja. Funktioniert. Einmal für dich, Julian. Wer hier? Der Gin Tonic hier. Wow! Und einmal dein Eiskaffee. Dann stoß mal an, du. Mama! Ja? Das ist mein Kleine. Lecker? Sehr geil. Wir haben uns jetzt im Restaurant gesetzt. So ein richtig typisches spanisches Tapas-Restaurant. Ich habe mir Käse ausgewählt und so diese typischen. Emmys aufgewacht. Super. Kannst du vielleicht mal zu deiner Tochter gehen? Guck mal ganz kurz. Ich bin wie bei Teletubbies. Okay, krass. Du gehst? Nee, du gehst. Okay, Onkel Raffi geht. Dieses mega geile, ich werde das mit euch live probieren, das kam nämlich gerade an. Oh, ich habe eine Heuschnupfen-Schnupfen-Tablette genommen. So, wir werden jetzt hier nochmal das Hotel verlassen. Denn Emmy hat den ganzen Abend lang Baby Bell gesagt.
weil sie in Dubai so viel Babybel gegessen hat. Und irgendwie habe ich jetzt gedacht, der Leo liebt auch Babybel, dass wir jetzt einfach den beiden das morgen früh als Überraschung geben. Außerdem wollte ich eh noch mal ein bisschen in die Gegend erkunden. Genau, wir werden jetzt mal gucken. Ich sag, wir schaffen's. Optimistisch. Wir haben kein Babybel gefunden und finden unser Hotel auch nicht wieder. Und alles, was wir rausbekommen haben, ist, dass hier in der Nähe von unserem Hotel ein Stripclub ist. Und ja, also ist immerhin auch eine Information.